versucht da über den Multifunktionsdrehknopf so ein bisschen wie dieses iDrive das Problem zu lösen. Barrichello steht aufgebockt hier nach wie vor in der Boxengasse, muss jetzt sowieso aus selbiger starten, aber kann er das auch? Ja, viel Zeit bleibt nicht mehr. Jetzt gehen wir erstmal zum normalen Rennstart. Barrichello kann es natürlich nicht fassen. Das ist der Blick von Kimi Räikkönen. Aus ihrer Sicht vorne rechts Michael Schumacher. Links davor ein paar Meter von Pablo Montoya. 72 Runden, die Ampel ist auf grün geschaltet. Los geht's, da ist hinten früh einer gestartet. Ja, das war Massa. Und Montoya hat den Start von Michael Schumacher. Ein McLaren ist Dritter. Abflug Sato und ein De La Rosa und ein BAR. Barrichello steht noch. Panis war's. Montoya, Michael Schumacher jagen auf die Adelaide. Kein Angriff. Montoya hält die Spitze. Ralf Schumacher außen. Ja, versucht außenrum. Gegen Räikkönen. Montoya hat die Spitze. Das sind Räikkönen, Ralf Schumacher, Coulthard und der erste Renault. Da immer noch der Staub, das ist jetzt von der anderen Seite, der Wind hat ihn rübergebracht. Und Michael Schumacher ist dran an Montoya. Ja. Geht der Ferrari gut, unglaublich. Das ist diese starke Passage hier. Andere Linienwahl. Der Druck ist schon da auf den ersten Metern. Und fährt schon wieder fast außen daneben, jetzt wieder innen. Montoya, Montoya zu überholen ist nicht einfach. Und da hinten drückt der Kimi auch schon. Kimi fährt außen, Michael Schumacher innen auf der Linie. Hier in dieser schnellen Kurve, da ist Montoya gnadenlos, nimmt Michael Schumacher ein paar Längen ab, aber im inneren Teil der Strecke, da ist es dann verdammt eng. Räikkönen auf 3, Ralf Schumacher 4, Coulthard 5, Button 6. Ah, das wird ein heißer Tanz. Der Kimi wartet da nur auf seine Chance, ne? Der einzige Franzose ist in der Box, Panis. Barrichello ist ausgestiegen und somit ausgeschieden. Erster Ausfall Barrichello, ob sie es glauben oder nicht. Probleme, Motor weg, da ist Rubens. Der geht gleich hier durch die Toyota-Garage. Panis lässt sich die Nase wechseln und noch einige andere Teile. Diesmal alle die ganze Breite genutzt. Nach wie vor an der Spitze Montoya, Michael Schumacher, Räikkönen, Ralf Schumacher. Das sind die zwei, die im Dreck waren da hinten. Wieder Michael Schumacher, Achtung, ist in guten Position. Achtung. Ist in guten Position. Er fährt außen. Schon Kampflinie, der Montoya, und außen gibt es keinen Weg. Jetzt beim Beschleunigen. Räikkönen. Räikkönen zieht mit. Gegen Schumacher. Das ist das, was ich gemeint habe. Der hat gedacht, wartet ihr nur. Muss aber zurückstecken. Mensch, hat der spät gebremst, der Michael. Da, vor dieser links auf rechts. Der Außenbahn, er war auf gleicher Höhe und bremst später als Kimi Räikkönen. Hatte natürlich auch die etwas bessere Linie. Trotzdem, ja, es ist auf der sauberen Linie natürlich gewesen. Trotzdem, das war jetzt aber richtig mutig. Also wenn Michael Schumacher nach Montoya greift, muss er auch auf Räikkönen aufpassen. Hier die Startwiederholung. Ist das ein Frühstart von Massa? Es war auf jeden Fall ein Superstart, wie auch immer. Es sah nicht so früh aus. Oh, und da muss er auch innen, ja, ja. Und hat beinahe einen Benetton, den Trulli wahrscheinlich mitgenommen. Da hinten, doch, es war...